Straße so hoch wie ein Haus, verbraucht 20 Liter Brennstoff die Stunde, produziert scheiß viel Qualm und Lärm, spaltet einen Apfel in drei Teile. Eine sowjetische Maschine, die Äpfel in vier Teile spalten soll. Hier das sagen? Ich bin der Brigadier. Ich bin Michail Schadow, Minister für Kohleindustrie. Wir wissen, wer Sie sind. Wie viele Männer haben Sie hier? In dieser Schicht 45, generell 100. Alle 100 Männer sollen mit ihrem Werkzeug auf die Lastwagen steigen. Ah ja? Und wozu? Das ist vertraulich. Worauf wartet ihr? Schießt doch endlich! Eure Kugeln reichen nicht für uns alle. Erschießt so viele ihr könnt und der Rest wird euch die Scheiße aus dem Leib prügeln. So kannst du nicht mit uns reden. Halt dein verschissenes Maul! Das hier ist Tula. Das ist unsere Mine. Wir gehen erst, wenn wir erfahren, wieso. Ja. Sie fahren nach Tschernobyl. Haben Sie gehört, was da passiert ist? Wir graben nach Kohle, nicht nach Menschen. Der Reaktorbrennstoff wird in die Erde sickern und das Wasser von Kiew bis zum Schwarzen Meer verseuchen. Jeden Tropfen. Für immer heißt das. Aber dank Ihnen wird es nicht so weit kommen. Und wie bitte sollen wir das anstellen? Das hat man mir nicht gesagt, weil ich es nicht wissen muss. Müssen Sie es wissen oder reicht Ihnen das? Sehen Sie aus wie ein Minister für Kohle.